Guten Morgen, Deutschland. Deutschland richtet sich auf. Ja, ja, ja. Deutschland richtet sich gerade auf, weil eine Umweltministerin einen Fotografen sucht. Ja, für 150.000 im Jahr. Wow. Da kann man sich drüber aufregen. Ja, aber warum eigentlich? Ist doch nichts Neues bei dieser Bundesregierung, oder? Ich meine, die müssen sich doch in ein gutes Licht stellen, weil ihre Arbeitsleistung, die sie erbringen, ist ja grottenschlecht. Ja. Ist doch logisch, oder? Also richtet euch doch nicht auf, Leute. Kann ich gar nicht begreifen, ja. Kann ich gar nicht verstehen. Ja. Deutschland richt sich heute Morgen wieder mal auf. Ist unglaublich. Richt euch doch mal darüber auf, was der oberste Verfassungsschützer Deutschlands vom Stapel gelassen hat. Ja, also dieser Regierungsschützer, ne, also nicht dieser Verfassungsschützer, ja, der hat ja gesagt nach dem Bundesparteitag der AfD, dass jetzt die AfD noch viel extremistischer werden würde. Ja, also ganz eindeutig verfassungsfeindlich wäre. Ja, so hat er sich ja ausgedrückt. Ja. Die Frage ist nur, woran macht er das fest? Und das ist ja das Interessante. Und da sieht man ja wieder, dass der Herr Haldenwang ja eigentlich so gar nichts mehr mit der Verfassung zu tun hat, also mit diesem Grundgesetz. Ne? Weil im Grundgesetz steht ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, von der Würde des Menschen oder dagegen, da hat die AfD ja auch gar nichts gesagt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was hat das bitte schön mit einer ungeregelten Massenmigration zu tun, die wir hier seit Jahren sehen? Nichts, gar nichts. Und die ungeregelte Massenmigration, dass die geschützt werden muss, da steht nichts von dem Grundgesetz, Herr Haldenwang, oder? Habe ich hier irgendwas verpasst? Nee, was? Steht doch nicht, ne? Und dass man gegen die EU sein kann, dieses Lobby, Pharma, militärisch-industrielle Komplexunternehmen namens EU, welches antidemokratisch ist, weil nämlich die Parlamentarier eigentlich gar nichts zu sagen haben, das hat auch mit dem Grundgesetz nichts zu tun, oder? Oder steht im Grundgesetz drin, Herr Haldenwang, dass man die EU schützen muss? Also, ich habe gesucht, ja, ich habe es nicht gefunden, Herr Haldenwang. Ja. Ich finde das total schön, Leute. Ja. Ich finde das super, wie sich der Chef des Bundesverfassungsschutzes hinstellt und anhand von Aussagen, von Meinungen, von Kritik an dieser Regierungspolitik hergeht und dann festmacht, dass eine Oppositionspartei ja verfassungsfeindlich ist. Ja, da frage ich mich, bei welcher Verfassung sind die denn feindlich? Bei der EU-Verfassung? Ach, haben wir die schon? Haben wir schon eine EU-Verfassung? Ist mir auch neu. Ja? Also soweit ich weiß, soll doch erstmal ein Verfassungskonvent bis 2025 beschlossen werden. Das ist ja der Wunsch von der FDP, der Grünen und der SPD. Aber die Verfassung ist doch noch gar nicht da von der EU. Und ich wusste auch nicht, dass die EU-Verfassung dann schon das Grundgesetz ablösen soll. Was ja dann verfassungsfeindlich wäre. Ne? Oder sehe ich das jetzt falsch, liebe Leute? Habe ich hier irgendwas verpasst? Ja. Also was Herr Haldenwang hier betreibt, ist eindeutig ein Regierungsschutz. Und nicht nur ein Regierungsschutz, sondern ein Politikschutz dieser Altparteien, liebe Leute. Das hat mit Verfassungsschutz überhaupt nichts zu tun, was der Herr Haldenwang hier betreibt, liebe Leute. Das können wir doch mal an diesem Wochenende festhalten. Und wer das immer noch nicht sieht und immer noch denkt, nur was der Mann sagt, das ist richtig. Ja, da muss ich mich dann schon fragen, wie es, naja, mit dem Ding zwischen den Ohren bestellt ist, liebe Leute.